Höhlenmenschen draußen und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Schon wieder ein Infovideo. Ja, jetzt sind wahrscheinlich meine Haare kaputt, ist mir aber scheißegal. Die waren eh schon vorher irgendwie kaputt. Auf jeden Fall, Leute. Ich wollte euch sagen, normalerweise kommen ja heute Ender Games und die Sims-Folge, aber heute kommen keine Ender-Kids, das wäre heute das letzte Kit gewesen, Enderman. Ich habe jetzt die ganze Zeit versucht, eine gute Runde aufzunehmen, aber es ist hier nicht schaffbar. Hier auf diesem Computer, den mein Bruder hat, ist es einfach nicht schaffbar, weil der gehört aufgeräumt, es laggt sogar ohne Texture Pack. Und das habt ihr wahrscheinlich auch gestern im Osterhasen-Video gesehen. Oder kam das heute? Nee, das kam heute. Wenn ihr das Video gesehen habt, dann es war einfach nicht flüssig und deswegen habe ich ja auch, und wahrscheinlich auch der Bildschirm kleiner, weil das hier ein Laptop ist und es, ich kann hier einfach nicht aufnehmen und deswegen entschuldigt bitte, es kommt heute das Infovideo, Sims wird abgebrochen, da einfach zu wenig Leute Sims gucken, sorry an die Leute, die es vielleicht auch gern geguckt haben, ja, und noch was, an die Leute, nee, das sage ich jetzt noch nicht. Und an die Leute, die gerne wissen wollen, wie ich aufnehme, weil das haben sie mich ja zu Tode gefragt, wie ich aufnehme, wo ich aufnehme und so weiter, dann lasst mal ein Like da, dann weiß ich, wie viele Leute das sehen wollen. Dann kann ich da gerne mal so ein Hinter-den-Kulissen-Video drehen, sage ich jetzt mal. Und ja. Und dann, Leute, würde ich sagen, kommt jetzt heute am Sonntag dieses Infovideo, morgen am Montag dann kein Video. Und dann, oder doch, Leute. Es ist ja so, ich war jetzt zweimal noch im Kino. Ich muss eigentlich noch ein Movie-Review drehen, habe jetzt aber kein Gameplay im Hintergrund. Ich weiß nicht, was ich da nehme. Ich werde gucken, Leute, ja, ich werde gucken, dass ich vielleicht heute am Abend, also noch später, vielleicht um 21, 22 Uhr vielleicht ein Movie-Review raushaue und dann würde morgen dann eventuell auch noch ein Movie-Review kommen. Also morgen am Montag. Und dann am Dienstag kommt dann eben die letzte Folge Ender Kids und zwar eben das Kit Enderman. Das wird dann eben pausiert, bis die neuen Kids kommen und ich spiele natürlich Ender Games weiter. Also wer mich das gefragt hat, natürlich spiele ich Ender Games weiter, aber dann kommen ja auch noch andere Projekte. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Kommentar und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim Movie Review oder ich kann euch mal sagen, der erste Film, den ich reviewen werde, ist The Amazing Spider-Man 2. Spoiler.